but never mind. Hey Leute und willkommen zurück bei NFS Pro Street. Und heute machen wir mal das Battle Machine Event. Das wird auf jeden Fall cool. Und ja, mal schauen, ob ich es schaffen werde. Also ich werde es schaffen, aber na. Willkommen bei Battle Machine. Das hier ist dein erstes Challenge-Wochenende. Challenges stellen dein Können so richtig auf die Probe. Deinen Wagen kannst du zu Hause lassen. Battle Machine stellt eigene Autos. Frag nicht, wo sie die herhaben, wenn du verstehst, was ich meine. Damit Chancengleichheit herrscht, sind alle Autos auf identische Leistung getunt. Die Autos sind bereit und alles, was du nur noch tun musst, ist fahren. Baust du einen Unfall, brauchst du dich nicht um die Reparatur zu kümmern. Die Battle Machine Mechaniker richten das schon. Naja, bis zu einer bestimmten Grenze. Hast du einen Totalschaden, ist das Wochenende gelaufen. Zerlegst du alle deine Autos, kannst du nach Hause fahren, Homie. Du musst dir nur eine Regel merken. Gewinnen alleine reicht nicht. Du musst dominieren. Für jedes Rennen kriegst du Punkte. Je besser du fährst, desto mehr Punkte gibst. Hast du genug Punkte zusammen, dominierst du das Wochenende. Kommst du so weit, ohne Totalschäden, bekommst du einen neuen Wagen. Ja. Ich muss kurz erwähnen, dass Ryan Cooper hier heute mitfährt. Sein erstes großes, legales Rennen. Ich bin gleich wieder da. In der Zeit könnt ihr euch sein Glaube anhören. Auch wieder. Und den Song, den habe ich in der DS-Version so gefeiert. Das ist nicht, das ist feierbar. Ja, wir haben vier Events, viele Meilen, Drag 2 Stück und Zeitfahren und Grip. Und wir haben den Golf GTI für Grip-Events. Okay, von den Grip-Rennen gibt es verschiedene Typen. Aber insgesamt geht es immer darum, der Schnellste auf der Strecke zu sein. Bei den Grip-Rennen sind immer mehrere Fahrer dabei. Und alle kämpfen um den Sieg. Es gibt also einiges an riskanten Situationen. Reagierst du schnell, bleibst du im Rennen. Fährst du in enge Kurven rein, helfen dir die Pfeile und Bremsmarkierungen, die richtigen Bremspunkte zu finden. Such dir gute Überholmöglichkeiten. Aber schieß dich nicht selbst raus, indem du an schwierigen Stellen vorbeigehst, verstehst du? Oft heißt es ja, dass Kratzer und Beulen zum Rennen dazugehören und so. Du kannst die anderen Fahrer verunsichern, indem du ihnen leicht ins Auto fährst. Aber Vorsicht, dein Auto kriegt dabei auch einiges ab. Je mehr Schäden dein Wagen hat, desto mehr verliert auch der Motor an Leistung. Und der Sieg wird immer schwieriger. Sind die Schäden zu groß, riskierst du sogar einen Totalschaden. Also überlegst dir gut. Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich noch sagen. Mit dem Golf bin ich nicht so gut klargekommen. Ja, mit der Kamera, die wackelt ein bisschen sehr stark. Also, die Kamera hinten. So geht's deutlich besser eigentlich, aber... Oh, warte. So, nochmal neu starten. Ja. Irgendwas wollte ich sagen, ich habe es aber leider vergessen. Leider leckt es ein bisschen im Spiel bei der Aufnahme, aber naja, sonst. Ja, man kann halt die anderen so ein bisschen touchieren. Aber naja, man kriegt halt wirklich selber was ab. Und irgendwie, das ist so ein doch sehr bescheuertes Feature irgendwie im Spiel. Egal wie stark ich bremse, es kommen nicht wirklich Bremslichter. Also nur manchmal.
Ja. Mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen. Okay. Das war gar nicht so leicht. Ja, ich hab halt, wie gesagt, das früher am DS gespielt, zu 100%. Ich habe vielleicht ein, zwei Wagen nicht besessen, aber mehr hat da auch nicht gefehlt. Ich mag die. Das Handy an dem Spiel ist echt nicht so krass. Und klar, es gibt da deutlich weniger Wagen. Deutlich weniger Wagen. Aber ich glaube, die sind teilweise doch ein bisschen teurer und naja, ich war da noch ein bisschen jünger und in manchen Rennen extrem in die Wand gefahren und die KI war auch so ein bisschen aggressiver und sind dir mehr in die Karre gefahren und du bist halt sehr leicht weggeflogen, konntest den Wagen kaum noch fangen, aber naja, war an sich ein ganz gutes Spiel, vor allem für unterwegs, ich meine, es war für ein DS. Und ja, die Reparatur ist für uns eh umsonst bei dem Event, von daher. So, dann machen wir jetzt das Zeitfahren. Mit dem Golf GTI. Unser 240 SX können wir ja natürlich nicht fahren, ne, haben wir letzte Folge noch ein bisschen getuned. Zeitfahren ist eigentlich im Grunde genommen schon, naja, nicht dasselbe, aber schon gleich. Also, vier Fahrzeuge auf der Strecke und es geht halt darum, die schnellste Zeit zu fahren. Ich weiß nicht mal, was LPN für einen Rekord aufgestellt hat hier, aber ich glaube nicht, dass ich ihn unterbieten kann. Ich spiele zwar, also ich spiele nicht auf niedrigen Schwierigkeitsgrad, ich spiele auf King. Genau wie er, aber. Ja, LPN ist schon ziemlich gut in solchen Spielen. Weil ich auch nicht weiß, ob er mit Controller spielt oder mit Tastatur. Irgendwie habe ich aber ein bisschen das Gefühl beim Controller, dass es auch ein bisschen Input-Lag manchmal gibt. Was war das? Ich komme gerade echt nicht klar. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich sonst richtig gut bin oder so. Vor allem, weil ich... Also ich bin jetzt nicht der Schlechteste in Rennspielen, würde ich schon sagen. Aber auf keinen Fall komme ich irgendwie ansatzweise an die Elite ran. Kommt natürlich dann auch wieder aufs Spiel an. Also in NFS World bin ich deutlich besser. Oder in ja, Race of Seven auch teilweise. Kommt dann wieder ein bisschen drauf an. Aber diese Stative, die Kamera ist so stativ, finde ich. Und dann auch noch so, keine Ahnung, ruckelt halt so krass. Aber wenn irgendjemand weiß, wie man das wegkriegt, dann bitte schreiben. Weil ich fahre gerne in der Third Person, vor allem bei dem Spiel hier. Das ist doppelt so breit wie mein Wagengefühl von der Kamera her. Und ich komme damit nicht klar. Ich finde die Bremspunkte halt nicht. Und hier wackelt das halt und ist sehr stativisch. Statisch, so. Und, naja. Das ist nicht so geil. Aber ich glaube, wir haben gewonnen, easy. Ja, 52. Ich glaube, LPN hatte was unter 50 sogar. Ich bin mir aber nicht sicher.
Und damit machen wir die nächsten Viertel Meilen-Tracks. Und hier haben wir zwei Fahrzeuge. Ich werde beide jetzt einmal nehmen. Aber... ja. Bei Drag-Turnieren geht's darum, die schnellsten Zeiten zu fahren. Wie der Name Turnier schon sagt, werden mehrere Läufe gefahren. Also auch wenn nur ein Gegner neben dir steht, musst du dir immer im Klaren sein, dass noch eine Menge anderer Fahrer dabei sind. Okay, um also schnelle Zeiten hinzulegen, musst du deine Reifen auf die perfekte Temperatur vorwärmen. Und das machst du in der Vorbereitungsphase vor dem Lauf. In dieser Phase musst du so viel Grip wie möglich aufbauen. Dazu hältst du die Motordrehzahl im perfekten Bereich, der auf dem Drehzahlmesser markiert ist. Je mehr Grip du in der Aufwärmphase erreichst, desto mehr Traktion hast du. So, jetzt kommt was Wichtiges. Achte auf das Startsignal und schalte im richtigen Moment, um einen perfekten Start hinzulegen. Machst du einen Frühstart, wirst du für diesen Lauf disqualifiziert. Also Vorsicht! Knallst du in der perfekten Schaltzone den nächsten Gang rein, fährst du schneller und hast bessere Siegchancen. Fahr aber nicht zu lange im roten Bereich, sonst schickst du deinen Motor in die ewigen Jagdgründe. Und dann leiden nicht nur deine Chancen auf den Turniersieg, sondern auch deine Finanzen. Weil dann ist ein Totalschaden. Und ja, es geht darum, wer davon die beste Zeit fährt auf der Fehlmeile. Und ich kann Drake nicht wirklich gut. Aber naja. Ja, wie man da sieht, müssen wir irgendwie im grünen Bereich sein. Ich bin mit 75% schon absolut zufrieden, ja. Bisschen zu früh geschalten. Na, war nicht gut. Aber, na, reicht halt trotzdem für Erster. Alles klar, Sie sind bereit und es kann losgehen. Ich mag den Kobalt aber deutlich mehr. Ich hätte ihn zwar lieber als Gripwagen, also als Rennwagen an sich und nicht als Dragster, aber... ich finde den Kobalt ganz nett. Ich mag auch den Civic, nur halt diese Generation nicht so. Ich glaube, ich habe den Start zu schlecht gemacht, um eine gute Zeit hinzulegen. Na, ein bisschen schlechter sogar nur. Wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Aber trotzdem gewonnen, von daher. Ja, das ist wie beim Most Wanted und Carbon, dass man sich eine Sache aussuchen kann. Und wir dürfen uns einen Wagen aussuchen. Ich werde den Kobalt nehmen. Der hat zwar mehr Aero, aber der hat deutlich mehr Traktion und Leistung. Und Traktion kann man hier auch easy auf Level 2 bringen. Und auch Aero kann man ziemlich gut auf Level 2 bringen bei dem. Und ich werde den nehmen. Ich mag den einfach deutlich mehr. Und wir haben zwei neue Renn-Events. Aber wir müssen doch nur eins fahren. Wisst ihr, der absolute Killer auf Route 38 ist Carol Monroe. Angeblich hält sie den schnellsten. Naja, aber ich würde sagen, weil wir können den noch hier Blaupause noch eine machen. Ja. Der hat halt, eigentlich haben die Dragster ja vorne immer auch noch so einen krassen Reifen, aber den müssen wir nicht selber drauf machen. Der wird bei den Rennen drauf gemacht. So, was hat er denn hier? Abtrieb. Hat er auch nichts. Aufladung hat er einen. Ich werde wirklich noch nichts kaufen. Man kann auch Teile freischalten. So, Bremsen hat... brauche auch keine, ist ja ein Dragster. Nitro hat er auch. Ich möchte einmal jetzt Fahrwerk Motor.
Nitro-Druck ein bisschen hoch und Durchfluss ein bisschen hoch. Das finde ich besser. Fahrwerk, okay. Also einmal Bodenfreiheit natürlich auf niedrig. Da sieht man auch, geht noch ein bisschen runter. Wo ist denn das jetzt? Dämpferungsstufe weich ein bisschen. Sturz ein bisschen positiv. Sturz ist immer cool. Wobei, ich mache ihn mal nicht so ganz krass. Den Song finde ich auch noch cool. Generell, das Spiel hat ziemlich viele coole Sachen. Also viele coole Sounds. Soundtracks. Machen wir mal alle Felgen. Was hat der? Da. Oh Gott, nein. Please no. Ich glaube, da sind echt die Standardfelgen noch mit am besten. Alle Felgen. Ich kann sie auch noch alle Autos golden, von daher. So, 100%. Das machen wir auch mal auf 100%. Können wir auch ein bisschen davon reinbauen. Na, auf 20 nur. So, Karosserie-Kit. Das macht zwar keine Veränderung, aber da kann man Autos golpen. Und deswegen kann man da nochmal bisschen was rausholen in Leistung. Das will ich nicht ganz so weit aufhaben. So, das ist schön tief hier. Na, es kann. Autosculpt ist schon richtig cool. Man kann es halt echt genauso tun, wie man es haben will. Boah, das wird die Aero halt auf Level 3 machen. Muss ja nur so ein kleiner Spoiler eigentlich drauf. Aber naja. Okay, kann ja auch nichts autoscopen. Das brauchen wir auch nicht. Rennsitze auch nicht. Warte mal. Jetzt muss ich nur noch mal finden. Decals. Nein, das war es auch nicht. Team, Grafik, zweifarbig. Formen, nein. Muscle. Import. Das kann man ja bei den krassen Tunern drauf machen. Zeichen. Tiere, Flammen, Streifen, Tribal, Auto, Graffiti, Flangen, Camouflage. Ich glaube, das war das hier. Das dauert immer ein bisschen, bis das Teil auf der anderen Seite ist, aber naja. Fläche 4. Machen wir mal ein dunkelblau irgendwie. Ja, das passt. Und da machen wir weiß. Kann man so lassen. Und dann den Lack ändern zu weiß oder schwarz. Machen wir mal weiß. Das sieht am besten aus. Das muss ich wieder mit der Maus machen. Scheibenfolie kann man auch bläulich machen, glaube ich. Also vom Aussehen her.
So. Kann ich das? Nee, erst gleich. Spiegeln ein. Dann ist das zumindest auch noch auf der anderen Seite. Zwei. Ja. Ich finde, kann man so lassen. Ja. Das ändert sogar noch mal ein bisschen die Werte. Das nicht mehr so. Aber naja, ich würde sagen, das war's auch erstmal für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.